Ja, meine Damen und Herren, unser nächster Käse, ein Käse aus Frankreich, aus den Pyrenäen. Es ist ein reiner Schafkäse, er heißt Brebis de Pyrénées, ist 100% reine Schafmilch und kommt aus dem Baskenland. Man sieht schon an der Form, es ist schon ein relativ großer Käse. Und diese Käse, die werden nur im Sommer zubereitet, wenn die Tiere und die Bauern oben auf der Alm sind. Ich habe Ihnen heute zwei verschiedene mitgebracht. Einmal diesen Brebis Natur. Das heißt, er ist aus nur der Schafmilch gemacht. Und dann habe ich da unten das große Teil. Der ist verfeinert mit Piment Espelette. Piment Espelette ist ein Gewürz, das nur oben in den Pyrenäen wächst. In der Region Espelette. Und die Bauern verfeinern damit ihre Käse. Nun, das Besondere an dem Käse ist, den gibt es auch etwas kleiner als Tourmalet oder als Petit Basque oder eben so als den großen Käse. Aber was ist das Besondere an dem Käse? Ja, das Besondere ist, dass diese Art von Käse ganz, ganz lange alte Tradition haben und die Basken oben in die Pyrenäen praktisch diesen Käse gemacht haben. Die kleinen baskischen Käse werden heute noch so produziert, dass außen die Rinde ausschaut wie ein kleines Weidenkörbchen. Also das sind so die typischen baskischen Käse. Hier an dem Käse sieht man, dass der schon jetzt 2 Jahre gereift ist. Man sieht es an der Rinde oben. Die Rinde ist schon etwas rustikaler wie bei dem. Der ist hier 1 Jahr gereift, der ist 2 Jahre gereift. Und wenn die Käse reifer werden, werden sie natürlich auch intensiver. Und dann machen die Basken Folgendes, wenn die Käse intensiver werden, dann essen sie einfach zu ihrem Käse eine Konfitüre dazu. Und diese Konfitüre ist schwarze Kirschkonfitüre oder Cerise Noir. Cerise Noir, das sind die Früchte, die oben in den Pyrenäen wachsen. Und diese Früchte geben dann dem Käse wieder eine feine Geschmacksrichtung, weil die Käse, wenn die einfach älter werden und intensiver werden, dann kriegen die auch ein bisschen so diesen scharfen Geschmack und diese leichte Süße von der schwarzen Kirschmarmelade macht den Käse einfach wieder runder. Und dazu trinkt man natürlich dann ganz klassisch einen Rotwein. Ich habe Ihnen wieder diesen Rotwein ausgesucht aus Südfrankreich, vom der Domaine Auriol. Und diese Kombination von Käse, Rotwein und Marmelade schmeckt einfach wunderbar. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.